Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben jetzt einen Tag später, das heißt gestern habe ich die Königin befreit, heißt den Deckel abgemacht von der Nicole-Zucht-Kassette. Und heute schauen wir uns mal an, wie es aussieht. Jetzt sind ja mittlerweile schon 3,5 Tage rum. Heißt, wir gucken einmal, wie Stand der Dinge ist. Gestern habe ich schon gesehen, dass ich die Königin zu lange drin hatte in der Kassette. Ich werde da gleich mal gucken, dass ich davon Fotos mache, weil ich erstens beim Videoschneiden das gesehen habe und ich habe sie auch schon gesehen. Ich habe in vielen Weiselbechern, das ist bestimmt ein Drittel von denen, habe ich mehrere Stifte, 2 oder 3 oder selbst oben auf der Kassette rundherum habe ich Stifte gefunden. Ich glaube einfach, dass ich die zu lange eingesperrt hatte. Wie gesagt, 2,5 Tage war sie jetzt drin. Vorher ist sie ja wieder rausgekommen aus der Kassette und hat wieder einen Tag lang gestiftet. Und ich glaube einfach, dass die 2,5 Tage zu lange waren. Ja, wie gesagt, jetzt gucken wir uns gleich mal an, was raus geworden ist. Ob man schon was sieht, ob schon Maden da sind oder nicht. Ich nehme einmal die Honigräume runter und dann hole ich euch gleich wieder dazu. Also bleibt dran. So, das erste, was mir auffällt, ist, dass sie angefangen haben, das auszubauen, die Kassette. Also ich glaube, jetzt war vielleicht nicht die beste Idee, die einfach den Deckel abzulassen und die da zu lassen. Ja, da muss ich mir hinterher was überlegen, wie man das macht. Wahrscheinlich hätte man die mit der Kassette drin lassen müssen. Was man aber gut sieht, ich habe die jetzt mal hingestellt, dass wir im Licht sind, dass wir da schon viele in den Kassetten haben. Wo Futtersaft mit drin ist und ich auch schon die ersten Maden sehe. Ich schaue gleich mal, dass ich eine bekomme, wo ich ein Foto von machen kann. Ich habe jetzt mal die Wabe von den Bienen befreit, habe mir alles angeguckt und ich habe auf jeden Fall schon richtig viele Näpfchen, in der ich eine kleine Made drin habe, in Futtersaft. Das heißt, ich werde jetzt erstmal meinen Anbrüterkasten fertig machen, dass ich den gleich befüllen kann und dann werde ich die umstecken und bis morgen, also 24 Stunden, da drin anpflegen lassen. Wie gesagt, ich hole jetzt mal die ganzen Sachen und dann hole ich euch gleich wieder dazu. So, den Anbrütekasten habe ich jetzt befüllt. Heißt, ich habe 2 Waben mit Pollen, eine mit Futter und eine mit Wasser. Die habe ich jetzt reingetan. Dann kommt jetzt der Deckel da drauf. Nämlich alle richtig sind und dann können wir gleich die Waben abfegen, die ersten. So, so sieht meine Konstruktion jetzt aus. Ich habe einfach mal einen Deckel genommen von dem Feglingkasten. Der passt da drauf, kann ich einen Trichter nehmen. Was nicht geht zum Beispiel bei dem Anbrütkasten ist, dass ich erst die Bienen reinmache und dann die Rähmchen. Ich werde nachher mal oder morgen, wenn ich fertig bin, mal ein Video machen von drinnen. Das ist, weil die Rähmchen nämlich tatsächlich bis unten drin sind. Und ich Fächer habe für die Rähmchen. Das heißt, wenn ich da jetzt erstmal jede Menge Bienen reinmache, dann kriege ich die Rähmchen nicht mehr dahin oder zumindest kriege ich dann den Deckel nicht mehr drauf, weil ich hier unten alle quetschen würde. Ich werde dafür Fotos machen oder ein extra Video oder was auch immer. Also, wie gesagt, das ist bis jetzt der Aufbau. Jetzt kommen wieder die Honigräume runter und dann geht's weiter. Ja, der Anbrütekasten ist befüllt. Ich habe da insgesamt 4 Waben, 4 der Dantwaben ansetzende Bienen unten aus dem Brutraum hier reingeschlagen. Und jetzt müssen wir mindestens 2 Stunden warten und dann können wir umlaufen. Also machen wir jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Die 2 Stunden Wartezeit sind jetzt vorbei. Ich habe hier den Anbrütekasten stehen und jetzt werde ich schauen, dass ich die Zellen, wo ich sehe, dass da eine Made drin ist, die packe ich dann sofort wieder rein. Das ist wie gesagt ganz einfach. Man nimmt sich die Zuchtstopfen und kriegt sich dann die erste raus. Ich will einmal kurz eine Taschenlampe holen. Direkt an
bisschen Saft da drin. Ich schau mal, ob ich euch. Ich hole euch mal dazu. Mal schauen, ob wir das gesund bekommen. Da sehen wir die kleine Made in dem Saft schwimmen. So, die suche ich jetzt alle. So, und dann, also ich fange mal in der Mitte an. Keine Ahnung warum. Hoffen wir, dass da am besten wird. Dann wird einfach ein Stückchen zurückgezogen und kommt sofort in die Made rein. So, schauen wir noch einmal. So, da haben wir das. Schön. So. So sind die kleinen Maden. Wie gesagt, die sind jetzt maximal einen Tag alt. So, komm mal, steh wieder.
So, ich hole euch mal dazu. Hier ist ein Näpfchen, bei dem jetzt 3 Stifte drin waren. Und man sieht tatsächlich, dass... Muss mal schauen, vielleicht bringt das was, wenn ich Licht anmache. Man sieht tatsächlich, dass die Made an dem Rand liegt, in Futtersaft. Da und daneben die beiden Stifte sind. Ich packe die tatsächlich auch mal mit rein, nur um vielleicht mal zu sehen, was damit passiert. Mal schauen, ob die leer geräumt wird oder was am Ende rumkommt. So, ich mache jetzt erstmal so weiter und ich hole euch gleich dazu, wenn ich alle fertig habe. Ich habe jetzt alle Näpfchen in den Anbrütekasten eingesetzt. Sind tatsächlich noch etliche übergeblieben. Ja, wie gesagt, hier passen, ich weiß nicht, 50 oder so rein. Ja, hatte tatsächlich auch viele, hatte ich ja schon mal gesagt, ein Drittel ungefähr, wo viele Stifte drin waren. Die habe ich an die Seite gepackt und nur die genommen, wo ich gesehen habe, dass die mittig schön liegen und gut ist. Ja, jetzt kommt der Kasten 24 Stunden an die Seite. Die sind auch mucksmäuschenstill geworden, also die waren richtig am Brausen, war richtig laut hier, wo ich gekommen bin nach den 2 Stunden. Und jetzt hört man die schon fast gar nicht mehr. Ja, hoffentlich sind die alle schon fleißig am Arbeiten jetzt. Wie gesagt, morgen schauen wir dann nach, was passiert ist. Dann machen wir morgen erst einmal die Honigräume fertig. Ich habe extra 2. Das heißt, ich werde gucken, dass ich eine Reihe immer frei mache, wo ich den Rahmen hinterher reinsetze, davor ein Brutriemchen reinpacke, damit die dann da die Weisel weiter ausziehen können. Aber dazu mehr morgen.